Ja, alle diejenigen von euch, die schon mal die tosende Brandung des Meeres näher in live betrachtet haben, die können erahnen, welche unendliche Kraft hinter den Wellen steckt. Liegt doch nahe, dass man den Ozean als einen gigantischen Stromlieferanten nutzen könnte. Gerade läuft der Härtetest für ein neues Wellenkraftwerk vor Schottland. Und das ist echt nicht ohne. Wie genau können allein die Wellenbewegungen des Meeres zur Energiegewinnung dienen? Und was sind die Herausforderungen? Herzlich willkommen bei Klicks zum Science and Fiction. Ihr habt euch bei WhatsApp genau dieses Thema gewünscht und hier ist es. Das, was da im Nordatlantik schwimmt, sieht nur auf den ersten Blick aus wie eine Bohrinsel. Tatsächlich aber handelt es sich um einen Prototypen eines neuen Wellenkraftwerkes. Anders als bei den sogenannten Gezeitenkraftwerken wird hierbei nicht die Energie des Wassers bei Flut und Ebbe genutzt, also der Unterschied zwischen den beiden Niveaus, um Turbinen anzutreiben. Stattdessen soll der Wellengang an sich zur Energiegewinnung genutzt werden. Diese Wasserbewegung ist in einigen Meeresgebieten tatsächlich so hoch, dass das funktionieren kann. Physikalisch gesehen wird die Energie in den Wellen in Form potenzieller Lageenergie und in Form von Bewegungsenergie der Wasserpartikel gespeichert. Schätzungen zufolge kann die Energiedichte bis zu 1000 Kilowatt pro Meter Scheitellänge einer Welle erreichen, wobei tiefere Gewässer eine höhere Energiedichte aufweisen als flache. Es gibt Studien, nach denen das physikalische Potenzial der Wellenenergie weltweit auf bis zu 10 Terawatt geschätzt wird. Das ist echt nicht ohne. Der Name des neuen Wellenkraftwerks vor den schottischen Orkney Islands, der lautet C3 Wellenenergie Konverter und der soll deutlich effektiver sein als alles, was vor ihm die Meeresenergie in Strom umwandeln konnte. Konkret besteht der Wellenenergiekonverter aus einer schwimmenden Boje, die von den Wellen im Wasser hoch und runter schaukelt. Und genau diese Auf- und Abbewegung wird dann von einer gezahnten Schiene und einer Art Getriebe in eine Drehbewegung umgewandelt und damit wird der Generator dann letztendlich angetrieben. Nach Angaben des internationalen Forschungsteams waren die Tests im Labor mehr als erfolgreich. Der neue Prototyp kann demnach 5-mal mehr Energie pro Tonne erzeugen als andere Wellenkraftsysteme. Das gelingt wohl vor allem durch ein 8-teiliges Kaskadengetriebe, das die Kraft der Wellenbewegung effektiv und gleichmäßig auf den Generator überträgt. Zudem sorgen Dämpfer dafür, dass das System nicht überlastet wird, denn die Kraft der Wellen ist nicht zu unterschätzen. Dazu einer der beteiligten Forscher, Stefan Björklund. Diese flexiblen Einsätze sind entscheidend, denn sie ermöglichen die gleichmäßige Verteilung der Last und schützen das Getriebe gegen Schocks. Doch die Dämpfer sorgen auch dafür, dass das System selbst bei extremem Wellengang effizient läuft und die Wellenbewegung in eine schnelle Drehung der Zahnräder umgewandelt werden kann. Und die Praxisbedingungen sind wirklich hart für den neuen Wellenkraftgenerator. Die Region vor den Orkney Islands, die ist nicht ohne. Der Wellengang ist extrem hoch und die Gezeiten sehr stark. Zudem befindet sich vor Ort ein schwimmendes Stromnetz zu Versuchszwecken. Genau deswegen haben hier schon einige Forschungsteams ihre Wellenkraftwerke in der Praxis getestet, denn durch die Anbindung an das Stromnetz können die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler herausfinden, ob die Boje funktioniert. Kann sie also tatsächlich elektrischen Strom mit einer stabilen Frequenz und Spannung erzeugen? Falls der Konverter diesen Test besteht, wird das Forschungsteam dieses System vergrößern und es dann noch einmal langfristig testen. Doch solch eine Boje ist nur eines der zahlreichen Konzepte zur Nutzung von Wellenenergie. Zudem gibt es auch Speicherbecken mit einer engen Zuflussrinne. Die sorgt dafür, dass die Wellen an Höhe gewinnen und oberhalb des Meeresspiegels in das Becken treten. Über eine Turbine wird es ins Meer zurückgeleitet und die Energie kann genutzt werden. Außerdem gibt es auch Anlagen mit einer oszillierenden Wassersäule. Am Meeresgrund befindet sich eine Kammer. Der steigende Wasserspiegel lässt die darüber liegende Luftsäule durch eine Turbine strömen, die immer in dieselbe Drehrichtung beschleunigt wird, egal wie die Strömungsrichtung der Luft ist. Optimale Standorte dafür sind beispielsweise die Küsten Spaniens, Irlands oder Norwegens. Und ihr könnt es euch schon vorstellen, es gibt einige Vorteile solcher Konzepte. Es wird kein Wasser verbraucht und es gibt keinerlei Abfälle. Zudem wird auch die Natur und Umwelt nicht sehr stark beeinflusst. Doch wie bei vielen anderen Arten der erneuerbaren Energien gibt es keine Regelmäßigkeit bei der Stromerzeugung. Vielleicht ist diese Unregelmäßigkeit nicht ganz so schlimm wie bei Windkraftwerken, denn das Meer bewegt sich immer. Aber die Wellenstärke, die ist eben immer
immer unterschiedlich und nimmt keine Rücksicht darauf, ob gerade viel Strom im Netz benötigt wird oder nicht. Es werden also auch hier Puffer wie Batteriefarmen gebraucht. Zudem sind auch die Kosten für die Investitionen in Wellenkraftwerke noch vergleichsweise hoch. Ja, mal sehen, ob sich diese Technik durchsetzen kann. Wenn ihr keine Videos dazu und zu allen anderen Themen verpassen wollt, dann addet mich bei WhatsApp, dann umgeht ihr die kaputte Abo-Box hier auf YouTube und verpasst kein Video, denn über WhatsApp erfahrt ihr von mir immer vom neuesten Video und zwar vorab, täglich, vor allen anderen und das garantiert. Einfach hier draufklicken und am besten auch meinen Schwesterkanal Klick zum Social Media abonnieren. Das geht hier, da gibt es das Neueste aus der Social Media Welt. Einfach draufklicken, aber nicht die... Genau, die Glocke vergessen. Und hier geht es weiter mit, dafür auch draufklicken, die Lüge der Energiewende. Bis dann. Bleibt dran.